Samira, vielen Dank. Erstmal ausatmen. Ja, puh. Du hast deinen Fanclub schon dabei. Ja, Familie und so. Ja, ja. Perfekt. Ja, ein Astra wäre ganz... Oh, sag mal, echt. Das hat aber keine 14%. No. Darf ich fragen, wo du herkommst? Aus Hamburg, aus Bramfeld. Aus Barmbek? Bramfeld. Bramfeld? Bramfeld. Mhm. Richtig super da. Also ich kenne die Bramfelder Chaussee, heißt die so? Ja, genau. Das ist immer sehr gemütlich da, wenn man Richtung Otto von Sand fährt. Und mit dem Fahrrad, man atmet tief durch und denkt, man ist an der Stresemannstraße. Prost. Aber vielleicht ist es in 20 Jahren das neue Szeneviertel, so dass ich da einfach... Das glaube ich eher nicht. Einfach da bleiben und plötzlich... Die neue Schanze. In 20 Jahren. Ja. Und wie heißen da die Läden, in denen du auftrittst? Bracula? Da war ich tatsächlich auch schon mal, ja. Aber sonst habe ich mal am Sommersalon gespielt, bei den Wohnzimmergeschichten. Und hier war ich auch schon mal, vom Jahr. Ich wollte gerade sagen. Wir kennen uns doch. Ja, wir kennen uns doch. Wir kennen uns, ja. Genau. Und wie ist es seitdem weitergegangen? Hast du jetzt schon Aufnahmen gemacht oder ja? Ja, ich habe jetzt gerade so eine Band gefunden und jetzt sind wir gerade dabei, Aufnahmen zu machen und da ist dann noch ein Kontrabass dabei und Banjo und Mandoline und so. Ja. Und du hast die Stücke alle selbst geschrieben und produced?